Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tauschpaket. Ich hatte getauscht gehabt. Ich blende euch am Schluss nochmal ein und dann blende ich euch noch eine Sequenz von meiner Tochter ein. Denn sie hat ein paar Kinderklamotten noch eingepackt. Ich werde es euch zeigen und werde dann eine Sequenz einblenden, wo ich meine Tochter das dann zeige und sie sich dann überraschend oder nicht überraschend toll oder nicht toll findet und sozusagen. Und ich möchte unbedingt auspacken jetzt. Es steht nämlich seit gestern Mittag, also ich bin von der Arbeit gekommen und dann kam der Postbote. Mir war es so schlecht, ich hatte so einen übelsten Migräneanfall, dass ich das Paket stehen gelassen habe und mich um mich selber gekümmert habe. Das ist das gute Stück. Wir haben gesagt 40 Artikel ungefähr. Ich habe den zwei ein paar mehr eingepackt und sie mir ja auch wegen den ganzen Sachen. Ja, cool. Sie hat mir geschrieben, sie packt mir noch eine Mütze ein, die sie selbst gestrickt hat. Oder gehäkelt? Ist das gestrickt oder gehäkelt? Sehr, sehr cool. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie anziehen werde dann. Aber cool ist sie schon, oder? Was sagt ihr? Winterlich. Steht mir auf jeden Fall. Die Farben sind super, mega interessant. Sehr cool. Oder ich nutze es vielleicht als Aufbewahrungskörbchen. So an sich gefällt mir das schon. Und wir lassen das Kind. Oh, da freut er sich aber. Das ist für Seifenblase auf jeden Fall cool. Da freut sich der junge Mann. Das werde ich ihm später auch zeigen. Und ja, süßes. Man kann auf jeden Fall viele verschiedene Arten diese Mütze zu tragen. Ich habe mir das eben, wie gesagt, vielleicht auch als Aufbewahrungskörbchen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wirklich tragen werde. Ich trage eh so ungerne Mützen. Mir juckt immer die Stirn. Sie ist sehr, sehr hübsch. Ja, genau. Man kann viele Varianten machen, um sie zu tragen. Ihr könnt sie auf Knödel auf dem Kopf tragen. Und die Strickung gefällt mir wahnsinnig mit den Neonfarben. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So gefällt sie mir sogar viel besser, als eben gerade, wie sie auf dem Kopf war. Wenn ich sie, weil ich mag nicht diese, ich mag diese modernen Mützen nicht, wo so wie so ein Kondom runterhängt. Aber es gefällt mir auf jeden Fall. Ansonsten wird das auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Also das werde ich nicht aussortieren. Als Körbchen einfach im Badezimmer. Finde ich super schön. Und ich überlege tatsächlich, ob ich wieder mit dem Häkeln anfangen soll. Wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, meine Bude mit Häkelmaterialien vollzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall mega. Dann ist hier noch so ein Weichspüler dabei. Da bin ich super gespannt. Den wollte ich mir nämlich kaufen. Genau. Ultrakonzentrierter Weichspüler. Finde ich richtig geil, dass es da drin ist. Ich wollte mir ihn groß kaufen, aber die sind relativ teuer. Ja, genau. Dann kommen wir dazu, dass ich ein Wasserspray Kokos finde ich richtig gut. Ich mag das sogar lieber. Nee, wartet mal. Das mochte ich sehr gerne von Balea. Ja, das riecht sehr, sehr lecker nach Kokos und kommt sehr, sehr pur und frisch raus. Mag ich auf jeden Fall. Wird auch dieses Jahr platt gemacht. Dann haben wir hier super süße Oberteile. Oh, das würde ich ja am liebsten selber anziehen. Also es gefällt mir und ich bin mir sicher, dass sie abfahren wird auf dieses Kleidchen hier. Wir müssen natürlich gucken. Super süß und danke für die tolle Idee. Sind super, super schön und schön gebügelt. Ich bügele ja seit neuestem nicht mehr, seit ungefähr ein, zwei Jahren. Ja, eineinhalb Jahre. Super schön. Da freut sich bestimmt die kleine Katze. Ja. Das lege ich jetzt erstmal auf Seite, bis das Muckel dann kommt. Oh ja, ich mag das. Dupe zum Hugo Boss Designs magst du doch so gerne. Da bin ich ja super, super gespannt. Ich habe heute auch kein. Oh ja, es sieht schon so ein bisschen Dupe-mäßig aus. Ist das aus dem Cake? Das wurde mir nämlich empfohlen. Ich weiß nicht, ob du es mir empfohlen hast. Da kann man ja ein bisschen mehr duschen. Ja, Designs, es riecht schon ähnlich, aber Designs hat noch eine süßere Note, glaube ich. Es ist schon so echt frisch und cool. Danke, meine Liebe. Werde ich auf jeden Fall in den Sommer sprühen. Und nächstes Jahr, ja, wenn ich mal ein Parfüm leer gemacht habe, ich habe ja ein paar gekauft, werde ich mal, ja, wegmachen. Körperlotion mit süßen, fruchtigen Schoko-Chili-Duft. Sehr interessante Mischung. Wer möchte denn nach Schokolade und Chili duften? Werde ich auch auf jeden Fall mal aufbrauchen.
Also ich habe mir einiges vorgenommen, was ich aufbrauchen möchte. Vielleicht mache ich so ein Aufbrauchprojekt andauernd, denn ich habe sehr, sehr viel und möchte gerne aufbrauchen. Ich mache jetzt gerade alles in so ein Körbchen. Das ist nicht gerade das Sauberste. Da ist ja so eine Unternote. Dann ist da drinne eine Wild Cherry Magic. Ich habe auch diesmal abgefilmt, was ich den eingepackt habe, weil da habe ich ein bisschen ja ausgewählter, sage ich mal, noch ausgewählter auch eingepackt, weil ich weiß, dass ihre Tochter eben anfängt, sich zu schminken. Habe ich ihr ein paar Schminkpinsel reingemacht und ja, dachte ich, die zwei tun ja eh untereinander aus. Wie nennt man das? Sich das einteilen. Deswegen ja. Auf die Körperlotion freue ich mich. Ich mag diese Minis lieber. Ich weiß noch, ich hatte mal so einen größeren Bottich. Das war eine Ewigkeit, gefühlt Ewigkeit. Dann das hier, das finde ich immer ganz, ganz cool. Habe ich einige davon schon und auch in Verwendung. Und ja, ich finde, es hat nichts unbedingt mit Haare färben zu tun, sondern einfach ist es sehr, sehr pflegend. Sehr, sehr pflegend für meine strapazierte Kopfhaut. Dann habe ich hier von Max & More Mineral Blush. So sieht es aus. Das ist, glaube ich, Max & More. Ist doch, wie heißt das? So ein 1-Euro-Shop. Wie nennt man das? Action? Kann das sein? Dann haben wir hier. Dann haben wir hier ein Isadora Sun. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön dunkel. Und hat so einen Schimmer. Ich werde zusammen mit euch testen. Das, was mir natürlich nicht gefällt, kommt dann raus. Volumen Hard Style Styling Föhn mit Boost-Effekt. Werde ich auch austesten. Wenn das nichts ist, geht es weiter. Aber Pflege geht meistens eh nicht weiter, weil ich denke, ich brauche das eh auch. Dann haben wir von Revival de Loop was. Ja, gut verwendet. Habt ihr wahrscheinlich gemocht oder zerbröselt. Ich kann das gar nicht so sagen. Ja, okay. Applikator und Spiegel ist da noch drin. Steht da. Das ist von Revival de Loop Young. Das ist Profi-Palette. Na dann, wir werden testen, wie Profi sie ist. Aber sehr, sehr gut pigmentiert. Kann man schon mal nichts Großartiges meckern. Auch das lege ich mal auf Seite. Sonst sieht das mein Sohn und will das unbedingt haben, wie ich ihn kenne. Dann haben wir Natural by Natural. Das ist eine Sheer Glow BB Cream. Wie gesagt, mit BB Creams bin ich so ein bisschen eigen. Muss ich austesten, wenn es gar nichts für mich ist. The Rockstar, sehr cool. Feiert bestimmt meine Tochter. Dann haben wir eine Zahnpasta, finde ich auch cool. Die mag ich sogar am allerliebsten. Die Clear Fresh von Dontodent. Die anderen, die Kräuter mag ich nicht so und die andere auch nicht. Aber davon hatte ich ein kleines Pröbchen und die mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe auch noch ein Backup und jetzt habe ich ein zweites Backup. Da muss ich schon mal nicht in die Drogerie und unnütz kaufen. Hier ist auch von Max & More. Ich weiß es, dass es so actionmäßig ist. Sehr schön Farben. Wird aber auch weitergeleitet. Mag ich, ja, hat nicht so viel Wumms. Deswegen geht das weiter. Dann haben wir hier, ja, das sind so für Nägel, wenn man French macht. Finde ich cool. Wird auf jeden Fall von Yves Rocher. Dass die sowas da haben, werde ich auf jeden Fall mal benutzen, weil ich finde das irgendwie schön. Und nur deswegen würde ich mir für dieses Babyboom auch tatsächlich Gelnägel machen. Total bescheuert. Hier ist nochmal so eine Notize von Garnier drin. Auch die werde ich aufbrauchen. Das weiß ich schon. Oh, hier sind sogar Tipps. Ja, mit Tipps kann ich weniger anfangen, weil ich gar kein Gel-System mehr daheim habe. Ich habe mir das eine Weile selber gemacht, habe einfach irgendwelche Videos angeguckt und es mir einfach gemacht. Ich habe es mir selbst gemacht. Und ja. Sortiere ich dann wieder ein? Muss da natürlich dran rumrasseln, ne? Also alle Tipps sind natürlich rausgefallen. Einen habe ich gefunden. Scheiße. Dann haben wir. Oh, da freut sich der kleine Mann. Da freut sich der kleine Mann. Das ist Puzzle. Da freut er sich. Oh, süß. Da hast du ja auch noch ein paar Sachen drin. Die Maske hatte ich tatsächlich mal komplett zugeschickt gekriegt, weil ich ein Video drüber machen sollte. Aber es kam nie zu diesem. Also, ich habe das Video gemacht schon ein paar Mal.
Und My Beauty finde ich richtig gut, wie es die Poren reinigt, aber ich würde es nicht empfehlen, als kauft euch das. Hier ist noch ein Buch drin. Meine besten Freunde. Oh, das ist ein Freundebuch. Das ist ja cool. Das ist ein Freundebuch. Das ist cool. Dankeschön. Dann haben wir, wie gesagt, ein Puzzle. Sehr coole Nagellacke. Vor allen Dingen der hier, der Lotus-Effekt. Seht ihr das? Werde ich unbedingt mal austesten. Dann haben wir Astor Lip Butter. Ich liebe die. Das ist sogar ein matter. Feiere ich absolut. Das sind einer meiner Liebsten. Heute habe ich einen von Clinique drauf. Das ist sowas ähnliches. Liebe ich. Die Farbe ist spitzenmäßig. Ich liebe die einfach. Dann haben wir hier einen Blusher. Nee. Das ist kein Blusher, das ist ein Lidschatten von Essence. Werde ich wahrscheinlich weitergeben. Vom Klicksystem mag ich nicht so. Dann haben wir hier ein interessantes Grün von P2 noch. P2 fand ich echt gut als Nagellack. Max in More, die werde ich direkt, ja. Ich werde sie nicht benutzen, weiß ich, weil sie schon so gebraucht ist. Das ist für mich nicht so attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Deswegen werde ich sie direkt ausmisten. Tut mir leid, Mädels. Ich kenne mich einfach zu gut. Wenn es so aussieht, benutze ich nicht mal meine eigenen Sachen. Ja. Dann haben wir Winterzauber. Das mag meine Tochter total gerne, so Zimtgeschichten. Ich bin überhaupt gar kein Zimttyp. Dann heißer Winterapfel. Das könnte ich noch. Nee, Apfel-Zimt-Geschmack mag ich auch nicht. Und Matcha und Kräutertee. Das könnte ich tatsächlich mal probieren. Ich bin kein Zimttyp. Keine Ahnung. Ich mache das überhaupt nicht. Ein durchwachsenes Paket, muss ich sagen. Einige Sachen, ich bin ja immer froh, wenn ich etwas nicht. Das Parfüm, ja, ich rieche das schon nicht mehr. Aber ich rieche öfters mal mein Parfüm nicht mehr nach einer Weile. Und ja, schade. Matte and Glow. Brow Palette. Oh nee, da ist einer kaputt gegangen. Warum muss ein Augenbrauenprodukt denn Glow besitzen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es vielleicht neu pressen und weiterleiten. Aber eine Palette werde ich auf jeden Fall entsorgen. Und das ist die Nude Look von Max & More. Die will ich nicht. Die ist mir zu stark gebraucht. Und ja, die von Alverde ist eigentlich eine schöne, oh ja, schöne Nude Palette. Leicht pigmentiert, so sieht es aus. Echt sowas für den Alltag. Gut geeignet. Dezember 2019. Da hat sie es drauf gemacht. Ja, müsste ich eigentlich aufbrauchen, weil das Jahr ist ja fast schon rum, ne? Sozusagen. Sozusagen. Dann haben wir hier einiges an. Oh, Isana Yang. Ja, ich muss immer dran schnüffeln. Das ist ja süß. Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin auch da mir sicher, dass ich das entsorgen werde, weil das ist ja eigentlich für Pickel und sowas. Wahrscheinlich, ja, nö, eigentlich hat man das ja mit dem Finger benutzt oder so. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, riecht eigentlich noch ganz angenehm. Mal gucken, ob ich das benutzen werde oder nicht. Keine Ahnung, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das entscheide ich dann immer spontan, ob ich es doch benutze oder doch wegmache. Dann haben wir hier noch, nee, das ist dieselbe, glaube ich, die ich gerade aufgemacht habe, oder? Bin mir da schon gar nicht mal so sicher, was ich da aufgemacht habe und was nicht. Also die Kindersachen finde ich ganz, ganz toll. Ein paar dekorative Artikel sind dabei, ja, die ich auch benutzen werde wahrscheinlich. Gerade so der Astor Lippenstift, das ist ein absoluter Favorit. Das Parfüm, Kokospray und sowas, Nagellacke denke ich schon. Aber die Augensachen, die überraschen mich jetzt nicht so, aber es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich kriege diese Palette nicht auf, aber ich möchte sie auch nicht haben. Möchte ich nicht. Ich mag so Verpackungen eh nicht. Und deswegen, ja, wird das nicht benutzt. Also es ist jetzt nicht so blöd gemeint euch wegen, sondern es ist einfach, weil ich. Ja, ist mein eigenes Bier. Long-Lasting Lip Pencil von Catrice werde ich aufheben. Mal gucken. Und einmal Rival de Loup, das ist Couture Matt. Das ist ein schöner Nude-Ton. Kann man zu vielen Lippenstiften benutzen. Sieht sehr schön aus und malt gut. Werde ich aufheben. Dann haben wir hier was von Yves Rocher. Ne, Rimmel. Da muss ich immer dran schnüffeln. Das ist diese wunderschöne Nude-Farbe. Seht ihr das? Wunderschön.
Ich weiß nicht, ob ich ihn tragen kann, ob das mir zu hell ist. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Dann von Max & More haben wir hier ein. Ich denke nicht, dass ich ihn. Die Farbe ist eigentlich ganz nett. Ich teste es mal aus und dann entscheide ich das. Dann ist hier auch was von Max & Max & More dabei. Den sortiere ich aus. Das ist mir zu alltäglich. Sowas habe ich schon. Dann habe ich von Essence ein. Die sind wirklich schon ganz, ganz alt. Aber echt, die waren gut noch. Das, was jetzt im Sortiment ist, ist wahrscheinlich auch noch besser. Ich weiß es nicht. Der ist echt cool. Also von der Farbe her gefällt er mir sehr, sehr gut. Den hebe ich auf. Und dann haben wir noch von der Oktoberfestival LE. Ich finde ja, Manhattan riecht ja immer so lecker für mich. Ja. Ist mir zu rosa, mache ich auch weg. Dann haben wir von Esprit ein. Den werde ich komplett entsorgen. Keine Ahnung, fühlt sich nicht richtig an. Dann haben wir die Matt 20. Ist eigentlich ein toller Ton. Die riechen immer so komisch nach Schokolade, finde ich, nach Kakao. Aber ich finde nicht, dass es unbedingt angenehm ist von Trended Up. Ja, es ist ein durchwachsenes Paket. Ich danke euch. Ihr werdet noch eine Sequenz sehen, wie meine Tochter dann die Klamotten auspackt. Und ich danke euch für die Spiele und für die Bücher. Super lieb. Und ich bin lieber dankbar um sowas, sage ich mal, wie nur Kosmetik. Ne? Danke, ihr zwei Mäuse. Ihr wart klasse. Ciao. Hey ihr Lieben, ich wollte ganz kurz abfilmen und zwar mache ich gerade ein Tauschpäckle fertig. Ja, tatsächlich mache ich es auf einen gesaugten Teppich, weil ich da einfach mehr Platz habe. Ich muss da 25 Mal zählen, sonst verzähle ich mich. Wenn es mehr ist, ist es in Ordnung, aber wenn es weniger ist, ist es echt schade. Und ich wollte euch zeigen, was ich jetzt in das Tauschpäckle mache. Ja, ich tausche mit der Sabrina. Ich tue es euch einfach dann abfilmen. Denke ich mal, es ist am besten. Scheiße, jetzt habe ich den Deckel falsch rum aufgemacht. Ich packe ihr ein paar Pinsel rein. Sie hat auch eine 13-jährige Tochter und die wird sich sicherlich freuen. Sie sind alle frisch gereinigt. Manche, ja, muss man nochmal, also man muss sie definitiv nochmal reinigen. Und es wäre mir auch ganz recht, wenn man das ja nochmal einfach reinigt. Dann, wie gesagt, das kommt da mit rein. Ich habe ein paar Swatches, weil ich mich von ein paar Sachen doch nicht ganz so trennen möchte. Dann war das in meinem letzten Tauschpaket. Das kommt da auch mit rein. Ich muss das alles eintüten. Genau. Dann habe ich hier Pröbchen gekriegt von Kat Von D, vom Lippenstift, vom Beauty Bay. Mag ich nicht so. Ich mag diese Dinger nicht. Lippenstift ist so das Einzige, was ich nicht so mag in so Pröbchen. Dann habe ich ihr ein paar Nagellacke einfach eingepackt. Ja, sie hat eine Tochter, sie kann bestimmt irgendwas finden. Und das ist eher Nude und zwei rote, ein Glitzer. Ich denke, das geht immer. Dann packe ich hier mit ein die zwei Chocolate Bars, die ich selber bekommen habe. Dann von Essence, dann kommt hier sowas. Das sind um die 60 Teile, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sie schickt mir noch ein paar Klamotten und deswegen dürfte das auch mit. Dann habe ich hier eingepackt eine Palette von Colourpop. Sie soll einfach mal austesten. Ich habe sie ausgemistet gehabt. Wie kriege ich die denn auf? Ausgemistet gehabt. Geht immer so schwer auf. Ausgemistet gehabt. Ich muss hier noch ein bisschen reinigen. Peace. Und ja, ich denke, das ist in Ordnung. Sind schöne Farben. Soll sie einfach testen und selber entscheiden. Dann habe ich sämtliche, ja, Kajalstifte und Gedöns, paar Pigmente, Blushes, eine Highlighter-Palette von BH. Dann hier Alverde Primer. Dann habe ich von Kiko was. Das habe ich auch im Tauschpaket gehabt. Face-Öl, also ist von allem was dabei. Dann sind hier zwei Lipglosse, die nicht benutzt worden sind, nur geswatcht. Dann Art Deco Lidschattenbase. Also es ist bunt gemischt. Das ist jetzt nichts High-End-mäßiges dabei, weil wir ja auch nicht gesagt haben High-End. Und ich hätte auch im Moment nicht wirklich was zum High-End sortieren. Ich denke, das ist ein ganz solides Paket und die zwei werden sich sicherlich freuen. Und ja, genau. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Nochmal Ciao. zu dem Abschlussteil, sage ich mal. Ich zeige jetzt meine Tochter die Klamotten und sie sagt, ob sie sie gut findet oder nicht. Ich habe sie wieder eingepackt, so dass ihr sie halt nicht seht, aber sie dann ihr Kommentar dazu geben kann. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Am besten kommst du mal hierher. Ja.
Also, wir haben hier ein. Oh, schön. Das ist cool. Das will ich tragen. Ja? Okay, das findet sie schon mal gut. Habt ihr ja selber gehört. Dann legen wir es mal hier hin. Oh ja, ich liebe sowas. Ja? Ja, ich ziehe dann immer ein T-Shirt drunter. Das ist sehr schön. Ich hoffe, es passt dir auch. Aber scheint ganz okay zu sein. Danke nochmal, gell? Das gibt nichts Besseres wie... Ich liebe Tanzbücke. Lass mal ihn rein, er hat auch was bekommen. Hi Schatz, guck mal, du hast auch was bekommen. Ich geb's ihm. Und dann hast du noch was bekommen. Ja! Ja! Das ist ein... Ah, das kenne ich nicht. Kennst du das? Das ist Bult. Das ist der Hund. Freundebuch, ja. Oh, und das ist ein... Ja, ich benutze es wahrscheinlich auch als Korb. Ich glaube nicht, dass ich es als Mütze benutze, aber als Körbchen finde ich das super als schön. Als Mütze benutze ich auch immer. Dann das da. Die Tasche benutze ich ja auch als... Oh ja. Total schön, das würde ich sogar selber tun. Nein, das trage ich. Warte mal. Schade, das passt mir leider nicht. Ha. Gut für dich. Mama, wenn ich auch was kriege. Wahrscheinlich, ja. Ich ist meine Lieblingsfarbe. Ich ist meine Lieblingsfarbe. Aber ich habe was gekriegt. Nein. Ich glaube nicht, Schatz. Na, wenn du was kriegst und dann willst du noch mehr, dann... Oh nein. Oh, wie schön. Oh nein, oh nein, oh wie schön. Ja, für ihn ist es so nein, oh nein. Das da? Ich liebe Flamingos auch. Nein, ich liebe Flamingos. Oh, ich muss abspiegeln, dann passe ich auch rein. Ich liebe auch das Team. Und das war so cool. Das bin ich, das ist mein Vorbild. Das ist Jens und Prinz. Ja. Wenn es nicht rosa wäre, würdest du es auch anziehen, gell? Ja, das ist auch cool. Oh, schön. Gib mir meinen Puls, Mama. Gleich, Schatzi. Aber aufpassen, lass zu und setz dich dann lieber hin. Ja. Das ist auch schön. Oh ja. Und gebügelt. Das ist witzig. Oh, ja. Also, ihr gefällt was? Wir sind gespannt, ob es auch passt. Alles. Das habe ich mir schon gedacht. Hier steht auch alles. Mal gucken, ob es passt und dicke Knutscher an dich, dass du dran gedacht hast und an dein Töchterchen, dass sie es abgegeben hat. Wir danken, wir sind super glücklich und ja, wir hoffen nur, dass die Dinge auch passen und wenn nicht, dann kriegt sie mal anderes und freut sich drüber. Ciao!